fehlt, was wir machen und was HBO macht. Eine Art Reality-Show, die wie ein Gedankenstrom daherkommt. Sie ist schon nach einem Erzählmuster aufgebaut, aber sie durchbricht dieses Muster immer wieder. Das mutet dann etwas seltsam an und setzt sich über Konventionen hinweg. Und bei Netflix fehlt das. Hi there, my name is Mackenzie Wark. I want to talk to you about general intellects. Once upon a time we had public intellectuals, but maybe in the digital media age, that's not what we need anymore. And we need to think about general intellects, who are both part of and can explain a universe of digital media. Was der australische Medienwissenschaftler Mackenzie Wark macht, ist das Fernsehen der Zukunft. Wer sagt denn, dass Unterhaltung beim Homo Digitalis zwangsläufig zu Hirnerweichung führt? Das New Yorker Kollektiv DIS macht Internet-User seit 2018 schlau. Auf seiner kostenpflichtigen Streaming-Plattform zeigt DIS Eigen- und Fremdproduktionen. Die surrealistischen Edutainment-Inhalte stammen von verschiedenen Regisseuren. Mütter und Töchter nennen Rezepte, um die Welt zu retten. Unboxing-Videos diskutieren das Thema Aktivismus. Und Talkshows für Kinder erklären Kapitalismus oder Queer-Kultur. Wir leben in einer tollen Zeit, um solche neuen Wege zu gehen. Bildung war jahrhundertelang immer gleich aufgebaut und wurde hierarchisch vermittelt, von oben nach unten. Von der Wissensvermittlung können heute andere Bevölkerungsschichten profitieren. Vor allem, wenn man es anders angeht. Hinter diesem Web-TV, dem Inhalte wichtiger sind als Clickbaits, stehen die künstlerische Leiterin Lauren Boyle und der Künstler Marco Rosso. Im Mai war das Duo zu Gast bei der Pariser Stiftung Lafayette Anticipation, um über Kunst und Kino zu diskutieren. Ein Beispiel für den Diss-Twist: In der Kochsendung The Restaurant lernt man nicht kochen. Siri. How do you make French fries? I don't know. White stupid monkey. How do you make French fries? Oh, Siri! In einer dystopischen Welt hat Nahrung ihre Überlebensfunktion verloren. Essen ist jetzt eine Frage der Moral. The Restaurant entlarvt Junkfood-Kultur und elitäre Ernährungskonzepte. Hello? Hello. Can I get some, potatoes and blood? What? Thanks. I don't mind blood. I'm vegetarian. Das Ganze entwickelte sich um das Jahr 2009, in der Zeit nach der globalen Finanzkrise. Wir lebten in New York und jeder, der etwas Interessantes machte, hatte auf einmal sehr viel mehr Zeit. Niemand war mehr mit Geld verdienen und arbeiten beschäftigt. Es herrschte so ein Do-it-yourself-Geist und wir dachten uns, machen wir alle zusammen etwas. Dieses Etwas war für Lauren, Marco und ihre Freunde ein Online-Magazin rund um die Vorsilbe Dis, wie Dissidenz, Diskussion oder Dystopie. 7 Jahre war das Kunst-, Mode- und Lifestyle-Magazin eine feste Größe der Post-Internet-Kultur. Dis stellte im MoMA aus oder auf der Kunstbiennale in Berlin und erfand bizarre Schönheitstrends wie dysmorphe Schultern oder eine Kollektion tragbarer Betten. In der Animationsserie Très Small of This Art widmen sich Philosophen in Gestalt von Gegenständen oder Tieren tiefschürfenden Themen wie bei einem TED-Talk. Hier ergreift der Biologe und Greenpeace-Aktivist John Hosevar das Wort. How are you today? Not too bad. It's been a interesting day. If the government's role is to protect American citizens, then climate change might be the biggest human safety concern we face. Why isn't there a deadly seriousness around this issue in Congress? Exxon has spent tens, if not hundreds of millions of dollars over the years in funding climate denial, basically creating the myth that there is not a scientific consensus around climate change.
Wir erzählen heute komplexere Geschichten und stellen Querverbindungen her, die es vorher nicht gab. So schaffen wir Inhalte, die wir Evergreen nennen. Sie bleiben relevant. Sie sind wesentlich nachhaltiger und haben langfristig eine Bedeutung. Wir denken dabei immer an die Zukunft. In welcher Zukunft wollen wir leben?